sich kann. Das wird 100% nicht klappen. Ach. Doch, stand im Internet, dass es funktioniert, auf jeden Fall. Nachrichten hier sind. Hier rumgespammt, ey. Okay, wenn wir das jetzt machen, dann haben wir sie auf plus 5. Und dann müssen wir sie umwandeln können. Richtig. Wie viel machen wir jetzt? 230 irgendwie. Nein. 264. Gegen jetzt schon 245. Das ist die andere noch leicht besser, ne? Also mit dem Ding sind wir aber halt deutlich schneller. Ja. Ein plus 71 würden wir jetzt dadurch machen. Also 245 plus 71 und bei dem ist es... Na gut. Wäre noch besser, aber... Guck mal, das ist halt echt... Das ist was ganz anderes, ne? Ich find's geiler, muss ich sagen. Also ich kämpfe lieber schnell. Jo, ich auch. Aber es hat halt wieder weniger Reichweite. Eigentlich sowieso fast immer dicht beim Mann. Ja. Muss ich nur kurz gucken, wo beim Raben man das machen muss. Ob man einmal zurück muss zum... Also ob man sich einmal zurückfahren lassen muss oder ob man das in das Nest legen kann. Sowieso dein Turn. Du bist dran. Ich google mal kurz. Also ich lese weiter. Wo willst du hin? Ins Gemälde. Ah ja, stimmt. Richtig, wenn wir schon mal da sind, ne? Ich wollte eigentlich nur gucken, ob du von selbst drauf kommst. Einfach so. Nö. Okay, dann mache ich das doch gleich mal, wenn ich dran bin. Beim Asyl der Untoten gegen Moos. Bei einem kleinen Nest links vom großen Nest. Asyl der... Okay, also man muss gar nicht zum Feuer schreien, wo ich jetzt gedacht hätte, dass man hin muss, sondern beim Asyl der Untoten. Ja, zum Feuer schreien muss ja aber trotzdem, weil du so nicht zum Asyl hinkommst. Naja, klar. Stimmt. So, ist das hier jetzt schon die richtige Höhe gewesen? Ich glaube ja. Gemälde hatte ich schon wieder komplett vergessen. Hm. Hallo? Richtige Etage? Ja. Sie kannst. Oh! Hallihallo. Manchmal eben. 163 Schaden ist ja gar nicht so gut. Okay. Oh. So ein paar mehr von euch, ich sehe schon. Mhm. Ja, aber von unterschiedlichen Ecken kommen ist jetzt unfair. Ach du Bastard. Vor allem verbraucht das weniger Ausdauer, habe ich das Gefühl, kann er sein. Das ist ja deutlich leichter. Sag mal! Du Kackviech! Wollte ich jetzt längs oder was gedroppt? Geradeaus zum Gemälde. Ja, das weiß ich schon. Ich habe ein bisschen halt ein bisschen die Orientierung verloren gehabt durch das ganze Rumgedreht. Waren hier schon immer so viele? Ja. Meine Fresse. Die hatte ich damals bekämpft. Damals. Hallo. Als wir noch jung, schwach und unerfahren waren. Die machen aber fast keinen Schaden. Mildehüterschwert. Ich glaube mal, das ist voll ein geiles Ding, nachdem wir wieder aufgelevelt haben. Das Weiß war, glaube ich, fast nicht dran. Was war nicht dran? Was? Bitte? Was hattest du gerade gesagt? Irgendwas das war nicht so golden. Nicht so ein wertvoller Loot. So.
Hallo? Warum hemmst du die überhaupt? Du kannst halt eh zum Gemälde. Ja, ich will nicht, dass sie mich von hinten angreifen. Was ist denn da überhaupt drauf? Da ist eine Brücke drauf. Und unerkennlicher Shit. Alte Welt von Ariamis. Okay, I don't like. Ich denke mal, die Kinder werden hier wieder ein bisschen stärker sein. Warte, was? Was ist? Ja, ich hatte da oben links irgendwas gesehen gehabt. Aber okay. Oh, hallo. Kommst du da weiter? Ja, da wollte ich auch. Da geht's links. Da wird jetzt nichts los sein. Wow. Genius. Das ist ein Leuchtfeuer. Wollte ich gerade sagen. Irgendwo musst du jetzt auch respawnen, wenn du stirbst. Nee, das ist kein Leuchtfeuer. Doch, Fackel. Da vorne ist ein Leuchtfeuer. Davor. Ah. Okay. Erstmal gucken, was los ist, ne? Du weißt, wie groß das Areal ist. Wow. Wow. Ich bin dafür, dass das Leuchtfeuer dringend entfasst. Ah. Ich bin gerade backstabben. Heavy. Das stimmt. Nee, will ich nicht wissen. Die haben aber ganz schön Seelen gegeben. Die drei haben 960 gebracht. Jeweils oder zusammen? Nee, zusammen. Aber trotzdem eine Menge. Ja. Ach, hallo. Da war ein Fliegeviech. Und das da rechts oben? Ah. Gesehen? Nee, geradeaus? Ja, ich wollte gerade gucken, ob ich das Viech hier. Ah, oh! Hallo! Ist das ein Herz? Oder ein Gehirn? Ja, das kommt rum, wenn ich drauf bin. Ja, aber. Das war Fluch, das war Fluch! Gift würde ich fast behaupten. Moment, das ist jetzt aber ganz cool. Der war das, ne? Ja, aber du bist nicht weg. Ne, es war der andere wieder. Scheiße, von dem haben wir nur einen. Das hält ja minimal lang an. Nimm, geh zum Leuchtfeuer. Leuchtfeuer hält Gift, heilt Gift. Ja, Leuchtfeuer heilt alles. Und die paar Typen kriegst du wohl tot. Oder? Und da hat jemand Leuchtfeuer entzündet. Ja. Jetzt weiß Bescheid. Ja. Da nicht in den Giftnebel laufen. Ho! Ja, die geben mir jetzt 300 Seelen. Ist recht. Sonst geht doch erstmal gucken, was hinter dem Tor ist. Ich wette, das ist verschlossen. Und wenn sie das Spiel, das eine Art Shortcut ist. Shortcut! Auf jeden Fall eine ordentliche Ladung gibt. Ja. Kommt zwei davon.
Und da ist irgendwas Großes. Nein! Ach, Mann! Kommt man aber auch nicht gut weg. Keine Ahnung. Ich hatte auch von... Kam das dadurch, dass du gestorben bist? Dass er gestorben ist? Ja, glaube ich. Ja, ja beim... Rechts auch noch drauf, ne? Da den Turm hoch. Da. Da oben und ist so da auch zwei. Ja. Das werden irgendwie die Gegner sein. Da oben war auch noch einer auf der Spitze. Ah, hi. Oh, da fällt man runter. Fällt man da runter? Ja, ist Boden. Nett. Nee, passt auch nicht. Da muss man anders rankommen. Macht das denn hier runter zu mir? Kenn ich das Gebiet? Vielleicht kannst du von da das Tor öffnen. Nee, ich denke mal, hier kommt man wieder bei dem Fenster. Was? Oh, hallo Mäuse. Oh, ich möchte doch erwachen. Ich glaube, die Gegner sind mega schnell tot. Ich mag das Schwert. Jo, doch. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, da. Okay. Seems legit. Lasst ihr mich noch in Ruhe? Der schießt. Weiter. Warum duck ich mich eigentlich im Spiel? Zwei. Oh, oh, cool. Du hast keine Moosklumpen mehr, ne? Also keine passen. Weg, 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 weg! Scheiße, ist das doch. Wo kommt denn der Feuerschaden jetzt her? Und das ist noch so ein Fucker. Moin. Moin. Eine Sekunde. Ei! Halt dich gegen. Ja. Na. Also das ist übel. Wie lange das anhält, ey. Ja, da kannst du nur gegenhalten. Aber es macht doch nicht so mega viel Schaden, ne? Nee, klar. Aber auf Dauer zieht es dir halt ab, ne? Gut, aber ich würde sagen, da noch mehr von kommen, bringt sowieso nichts, sich viel zu heilen hier. Das wäre doch nochmal ein Grund zu sagen, vielleicht das Leuchtfeuer entzünden, aber... Ich würde vor allem mal eine Flask nehmen. Ja, gleich. Schön wäre, wenn wir hier irgendwo eine Feuerhüterseele mitfinden würden. Das könnte durchaus. Da ist ein Nebel. Da wird ein Bosskampf sein in dem Kolosseum. Der Nebel interessiert dich? Das Ding auf der Brücke interessiert mich! Sieht aus wie ein Riesenskelett oder sowas. Riesentoter Skelettdrache. Da war noch eine Tür, glaube ich, drin. Ja, das ist auf jeden Fall noch hoch. Oder hoch, genau. Alter, ey, ich habe jetzt noch nicht mal ein Viertel der Vergiftung weg. Ich würde fast behaupten, die Sprünge sind doch machbar. Gut. Ach nö. Und weg rein. Okay, die Vergiftung füllt sich nicht wieder, also ist auch egal. Eibeseitiger? Das ist das Ding, ja, okay, das ist interessant, das ist wichtig. Ja? Naja, weiß ich gar nicht mehr, ob es jetzt noch wichtig ist. Das wäre, wenn wir diese komischen verwandten Viecher bei den Spinnen angegriffen hätten. Ja. Und die uns verseucht hätten. Ah! Davon habe ich, glaube ich, mal was gelesen, dass man die lieber nicht angreifen sollte, aus genau diesen Gründen. Viel zu viel Weg schon. Boah, dieses Gift, das ist ja nicht feierlich. Ich werde auf lang oder langsam dran verrecken. Ja.
komme ich gar nicht runter. Da ist ein Nebel unten drin gewesen. Also. Oh, hallo, Harp hier. Oder irgendwie sowas. Ja, sieht doch nach. Oh, hast ein bisschen mehr Leben. Alles klar. Ja. Aber Geist muss richtig anders finden. Oh, wow. Dafür ist aber ein bisschen viel Leben, du. Ja. Ich würde. Geht denn das Kackding ganz hin? Oh, warte. Roter Symbol, Speckschwein. Waren die Specksteine nicht für PvP? Ja. Wow. Oder unter dir war noch ein Item, wenn du dich da jetzt runterfallen lässt. Auch die hab ich jetzt. Mach einen Sprung. Ja, hatte ich vor, ich will sie noch anlesen. Nein. Okay, schade. Aua. Ja, keine Ahnung. Wow. Tja. Runter zum Nebel? Muss gar nicht, ne? Ich könnte auch runterspringen, aber. Frage ist, will ich meinst das? Meinst du, dass das der Nebel ist, den wir gerade gesehen haben? Nee, das ist ein anderer. Weil das sieht auch aus wie dieses Kolosseum. Wir sind auf dieser Seite der Brücke. Ja, stimmt. Oh, hallo. Hallo? Ja, warte, ah, da habe ich gedacht. Habitak oder was? Das ist ganz schön scheiße. Ja. Diesmal nicht. Voll dich weg. Also. Wo die so einen Schaden an der Fresse. Warum habe ich 30.000 Seelen? 15.000 hatten wir schon. Und du hast jedes Mal 1000 davon diesen Kleinviechern gekriegt. Die geben 1000, die Pilze geben ganz ordentlich. Das ist ein Drache. Ja. Du Kackviech! Das wäre dann Leuchtfeuer eine feine Sache, ne? Da war der Weg viel zu kurz. An sich ist es auch nicht schwer, nur die Vergiftung ist übel. Ja. So, Distanzkampf hier auf jeden Fall. Oh, 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 ne, 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 ne. Lass mal stecken. Lass mal stecken. Böse. Kommst du runter? Ich hab mir doch gar nichts getan. So, jetzt hab ich keine Pflanzen mehr. Ja, jetzt wirst du langsam verrecken. Ja. Ich brauche jetzt nochmal eine Pflanze unten. Die Tür. Aber das ist nicht die Tür. Scheiße. Lauf durch den Nebel. Guck, was da ist. Ja, 30.000 Seelen. Das ist immer noch ein Level. Stimmt. Haben wir so viel? Ich weiß auch nicht, wo ich so viel habe. Kein Bosskampf. Okay. Ah! Oh, das ist aber uncool. Lässt du mich? Lässt du mich? Ihr seid lieb, ne? Ihr seid lieb. Ihr seid lieb. Ihr seid lieb. Bleibt lieb. Bleibt lieb. Sprinte, 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 sprinte. Ja, schaffe ich. Oh, du überlebst sogar, du darfst weiterspielen. Ja! Ja, doch entfachen? Weiß ich nicht. So viel Menschlichkeit haben wir nicht. Ich würde sagen, erstmal ohne Probleme. Du kannst es nachher gerne machen, wenn du es für nötig empfindest. Wenn würde ich es jetzt machen, damit es sich noch lohnt. So, was war das für ein komisches Viech jetzt da in der Mitte? Ein komisches Gebilde. Muss ich euch bekämpfen? Oh, ich muss euch bekämpfen. Warte mal. Nee, nee, nee. Oh, damit habe ich nämlich fast gerechnet, dass ihr eure scheiß Speere werft. Also ist mir kühl. Bewegen sich auseinander. Oh, das ist jetzt aber frech. Nein, das ist gut. Nö, nee, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Ich dachte, das wäre ein großes Gebilde und gut ist. Nee, 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 nee. Wieso ist denn der ausgewählt? Was steht denn jetzt? Ein Block. Ja. Die werden auch nicht respawnen, denke ich mal. Oh, das glaube ich. Glaube ich nicht. Wollte ich das? Oh, hallo.
Aua. Die sind locker wie ich. Das sind aber ganz viele auf einmal. Die geben jedes Mal 500 Seelen. Ich könnte mir vorstellen, dass die nicht respawnen. Also ich würde mich nicht beschweren, wenn sie nicht respawnen. Nervig. Es gehen so viele Gegner auf einmal. Nachricht lesen. Gott, Gott, Gott. Kinder, sie machen mich fertig. Was gewacht ihr hier überhaupt? Oh ja, kein anderer genau angucken. Davon lag auf jeden Fall ein Item. Da kann ich überhaupt nichts machen. Haut drauf. Ich glaube, nice. Kann das noch ein Item? Das ist ein Treppen, leider. Ja. Das Gefühl, das Areal wird schon wieder größer, als mir lieb ist, ey. Da stecken die einfach mal so ein ganzes Level hinter dem Gemälde. Was nur 10% aller Spieler vielleicht überhaupt finden und betreten. In die Opferung, okay. Das ist wieder so einer, der zerbricht. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht eins der Prepare to Die Edition ein speziell ist, das Level. Ich glaube, das ist ja quasi mit DLCs drin. Ja, ja, genau, ist es auch, aber ich glaube, das kommt, das, was. Was habe ich eigentlich? Was im DLC ist, ist absolutes Endgame. Da kommst du nur hin, wenn du alle vier Fürsten und den absoluten Endboss besiegt hast. Dann kommt ein neues Gebiet noch dazu. Fuck. Fies ja nicht. Ganz blöde Frage. Warum habe ich gerade nicht aufgelevelt, als ich am Feuer war? Weiß ich nicht. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Boah. Ja. Lies mal die Nachricht, was da stand. Ist da vielleicht ein Secret-Tipp bei? Oh, cool. Oh, da geht's auch noch weiter. Jo. Gott. Schon mal ein Team. Okay. Wache, wo man die. Na? Stärke. Stärke. Werden sie wieder da sein oder nicht? Wobei bei der Wache wäre jetzt eigentlich Geschicklichkeit klüger gewesen, ne? Oder nicht. Skaliert nicht. Ach ne, stimmt, ich skaliert mit E auf Stärke. Richtig. Da habe ich aber gerade nicht drüber nachgedacht, dass Geschicklichkeit ja jetzt viel besser gewesen wäre. Gut, der nächste Punkt geht wieder in Geschicklichkeit. Ach komisch, sie sind wieder da. Oh, schön. Lauf dran vorbei, die sind so lahmarschig. Hallo, ciao. Was geht hier oben? Geist? Nein. Nee. Da links war ein Item. Ja. Alter, was zum Fick, ey? Willst du irgendwann mal einen Laden aufmachen? So? Hinein spaziert ins Fickstübchen. Keine Ahnung, wenn du mal zu sagst, was zum Fick? Das klingt wie so ein Bordell, weißt du, zum Fick. Nice. Ja, hörst du mal auf, mit dem Bogen auf mich zu schießen? Wäre sehr nett. Aber macht dir fast keinen Schaden. Gut. Yay. Boah! Unbedingt benutzen. Oh, so ein ja. Ah, das sind schon wieder viel zu viele Wege. Ja, da kommen wir wieder runter in die Kanalisation, wo wir eben gerade waren. Aber wieder an eine andere Stelle davon. Oh, da liegt ein Item. Da ist ein Typ bei. Ja, da ist ein Typ bei. Okay. Er wird richtig schön angeleuchtet in Szene gesetzt hier. Was ist hinter dir? Hallo? Alter, das Ding ist. Oh, was ist denn das überhaupt? Das ist ein Zombie-Rad-Skelett hier. Die machen aber auch übel Damage.
Warte mal, ist. Setzt du dich gleich wieder zusammen? Nee, ich zeig der Bug rum. Der nee, weil wir auf dem Friedhof, wenn man die besiegt hat anfangs, die haben sich wieder zusammengesetzt nach einer gewissen Zeit. Echt? Ja. Mies. Die sind wieder in ihre Einzelteile zusammengefallen und dann haben sie sich zusammengesetzt. Jetzt bist du paranoid. Bleibst du mal hier? Voll schlechte Erfahrung, Mann. Nein, klar. Vor allem das Ding löst sich halt. Obwohl, ne, andere Gegner bleiben auch als gleich. Ne, vergiss es. Man kann ihn nicht so viel ausbrechen, aber. Und sie ist mit zwei Schlägen tot. Natürlich theoretisch auch die Hellebarde nehmen, damit hast du ein bisschen mehr Reichweite und machst noch mehr Schaden. Das ist in Ordnung, denke ich. Was ist denn hier für einer? Ach, das sind auch so ein Rad. Rad. Das sah von der Entfernung so anders aus. Ich hab da ein Schild oder so. Weil er sich noch gedreht hat, hat er mich getroffen. Scheinbare Wand? Oh. Oh. Doch! Das war für die andere Richtung gedacht. So, wo stehst du denn? Hier hat mich doch vorhin auch einer umgerollt. Ah ne. Was hier? Und du warst mir gerade nur eine Leiter runtergekommen und dann hat er dich gleich platt gerollt. Hallo. Alter, wie winkel ist denn das hier? Hi. Oh nein, da sind wir. Du setzt erstmal meinen Schritt. Nice, da warst du schnell genug. Schlüssel für Anbau. Okay. Okay. Gut, dass wir den Schlüssel vor der Tür gefunden haben. Bleibst du hier? Nee, nee, nee. Ich habe auch jedes Mal nur einen rein, ey. Was denn links und rechts? Was hast du da schon gesehen? Links kam ich. Und rechts war ich gerade hingegangen. Okay. Hier ist ah, die da Leiter war die Leiter, wieder. Genau. Hörst du wohl auf? Du hast mich auch an meine Ausdauer gebracht, du. Aber gut, dass man die bloggen kann. Hallo? Bogenschützen gehört? Oh ne. Oh ne. Oh, nee. Du bist aber doof jetzt. Wenn du ihn überrascht von hinten, kriegst du ihn vielleicht? Der guckt mich doch an. Stimmt. Aber er reagiert nicht auf dich. Weg, weg, weg! Fuck! Du bist auch sofort vergiftet, ey, wie übel. Wow. Für ein bisschen Pyromantie. Oh, geil. Das hätte ich mir auch schenken können. Oh gut, ich glaube, in der Kanalisation geht jetzt eh durch. Das sagt mir schon aus. Leiter wieder hoch? Ja, nochmal eins ans Feuer und dann müssen wir jetzt langsam zum Drachen hin, würde ich behaupten. Richtig. Oh Gott. Ein Drache. Hey, Freude, Spaß, allerlei. Achso, da ist nochmal ein ganz Ding. Ja. Ich komme nochmal, wenn ich wieder gesund bin.
Einmal kurz aufleveln. Ja, aufleveln passt doch gar nicht. Aber einmal auffüllen. Leben tanken. Der Typ aus der Tür. Ja. Wo liegt ein Item? Ja, das hab ich doch auch genommen. Da hat er recht. Schwierigkeiten halt. Damit hättest du schon mal die zwei Menschlichkeiten und das Lager frei. Wohl war. Hallo? Alles mit. Komm ich hier hoch? Ja. Pokémon-Style, über die kleinste Stufe kann man nicht drüber. Ja. Wenn es dahinter lang ist, müsste es ja theoretisch wieder zum Lagerfeuer kommen. Oh. Oh, cool. Natürlich mit so viel Pyromantie, brauche ich nicht. Da, war da hinten oder? Weiß ich glaube nicht, oder? Nein, nee. Jetzt besser. Okay, also zum Drachen. Seems so, my friend. Seems so. Ich bin so geil. Oder wir gucken erstmal hier. Hallo? Das ist eine Kapelle irgendwie. Die Tür auf. Ah. Begeisterung verschwindet. Oh, eine Truhe. Nee, keine Truhe. Ach nö. Will ich nicht. Leiter, eine Treppe. Was? Oh, pass auf. Oh, ja, geil. Aua. Hallo. Bin ich mal für die Lüfte? Ich laufe einfach an euch vorbei. Nancy, Patchy, Nancy. Oh, ja, geil. Patchy, Nancy am Arsch. Was ist das denn? Eine dunkle Blut. Alles ja, klar. Cool. Never. Kampf gegen die jetzt vermeiden. Ja, okay. Ja, läuft. Aua! Nein. Ja, ist gut. Ich bin mega beeindruckt, wie gut das geklappt hat. Die 23.000 sehen auch sehr schön platziert. Oh! Oh, scheiß auf die 23.000, meine Güte. Was, das ist fast ein Level. Wenn du den Drachen legst, sind wir bei, keine Ahnung, 50.000 oder so. Die kannst du gerne auch versuchen, die zu holen, oder? Würde ich jetzt eigentlich machen, ja. Die Gefahr, dass du da vergiftet wirst, ist extrem hoch. Ich kann nachher wieder zurück zum Leuchtfeuer. Ich war ja nicht weit. Ist mal nicht mit Vollmond hier. Schlimm. Naja. Falscher Weg. Konnte überlegt. Ich bin vor 2 Minuten längst gegangen. Weiß ich, habe eine Orientierung wie Stockfisch. Scheinbare Wand? Nö. Ja. Tun
liebst es, die Haltbarkeit unserer Waffen zu senken, wa? Ja. Enorm. Kommst du nicht weg. Ja. Alles klar, wenn ich eh schon vergiftet bin, dann ist auch egal.